Tja, ich meine, das sind aber nicht alles deine Kinder. Nein. Ich weiß nicht mehr, wie viele Kinder es waren. Nur drei davon. Nur drei. Drei Kinder waren das, gell? Hab ich Ihnen nur gesagt. So war es bei uns auch. Sie genau, genau so war es. Einzeln gibt es uns nicht. Entweder alle zusammen oder... Na dann alle. Und da habe ich meine Brigitte geheiratet und habe die Familie mitgeheiratet. Na, eine reizende Familie habe ich da geheiratet. Wenn irgendwas im Fernsehen zu der Zeit Harmonie bedeutet hat, dann war es dieses Paar. Ich heirate eine Familie. Sag mal, was machst du denn hier unten? Ich such dich schon überall. Oh, ich wollte nicht, dass du morgen früh gestört wirst. 6:10 muss ich raus. Die Kinder fahren dann morgen mit dem Bus. Ach, aber ich darf mich oben in dem riesengroßen Bett Mutterseelen allein schlaflos hin und her wälzen. Du hast doch früher auch allein geschlafen. Ja, ab und zu schon. Mehr Glückseligkeit, mehr Harmonie ging gar nicht. Das waren 120%. Wenn sich unsere drei Kinder erheben, hat man das Gefühl, ein Volk steht auf. Wenn du aber nur trotzdem wach wirst. Dann freue ich mich, dass du neben mir liegst. Ich erinnere mich aber, dass ich schon damals gestaunt habe, dass eine Frau in den besten Jahren mit drei Kindern noch einen Kerl abkriegt. Also das ist seltener, als von einem lilafarbenen Pudel bei einer Hafenrundfahrt gebissen zu werden. Dass ich in meinem hohen Alter noch so eine Frau erwischt habe. Ja? Man muss dankbar sein. Hätte auch noch schlimmer kommen können. Das ist ja vielleicht das Letzte. Und da habe ich das genauso durchgemacht, alles wie der. Guck mal, Werner, das Kleid passt mir wieder. Ja, gratuliere. Zeig mal wieder, wo du sitzt. Werner, du hast schon wieder dein Höchstgewicht. Und mal ganz ehrlich, also die Probleme, die die gehabt haben, waren ja eigentlich ein bisschen Pillepalle. Also, das geht in keinem Fall so weiter. Ja. Dass du immer erst 2:30 ins Bett kommst und um 6 klingelt schon wieder der Wecker. Morgen Abend schläfst du unten im Zimmer. Nein. Man hatte ja den Eindruck, dieses Pärchen hat sich nur zusammengetan, um diese Kinder großzuziehen. Also, ich weiß nicht, ob wir jemals ein Schlafzimmer gesehen haben. Mehr als genug. Es wurde aufgewacht. Was ist? Gute Nacht. Und sich schlafen gelegt. Schlaf schon. Gute Nacht, Liebling. Aber Sex gab's zwischen denen, glaube ich, nicht. Wofür bin ich überhaupt verheiratet? Schöne Ehefrau bist du. Wie soll ich denn sein? So wie jetzt. Spürbar. Ein Traumpaar des Fernsehens.